Lieben, der Unterschied jetzt zu 35 plus im Schatten. Wir haben gemäßigte Temperaturen. Schauen wir uns nochmal die Hunde an, die wir demnächst gesehen haben. Genau dieselbe Gruppe. Der Hund, der abgestürzt ist. Christina! So sehen eben Hunde aus, wenn die Temperaturen dann gemäßigter sind. Du merkst jetzt, wenn 35 Grad E plus ist, da sind die schon ein bisschen hier, gucken die schon ein bisschen komisch. Dann ab und zu mal, wenn sie was machen müssen, vor allem wenn sie noch gefüttert waren oder irgendwas auch immer. Gell? Die waren sind gestern auch gefüttert worden, aber trotzdem, was hat da der Hunde da? Schauen wir uns noch mal eine andere Gruppe an, wie die reagiert. Auch dieselbe Verbindung, die zwei Hellen, Oras. Also was ich damit sagen will, wenn man die Hunde sieht hier. Also was ich damit sagen will, bei plus 35 Grad und bei gemäßigten 15 Grad. Es gibt immer Schwachmaten, die irgendwas reininterpretieren in Sachen, wo überhaupt gar nicht da sind. Eli! 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 So, das ist ganz wichtig hier, das ist rutschig, das ist auch gewollt so. Die Hunde müssen lernen, hier ihre Gräten unter Kontrolle zu bringen. Auch wenn sie hier zum Beispiel jetzt hier bereits im Reflex arbeiten, müssen sie trotzdem hier schauen, dass sie fühlen, wo sie ihre Ballen und Pfoten aufsetzen. Und dann sieht man auch ganz klar hier, wer danach Trieb hat, es nochmal zu machen, wenn er trotzdem einen Fehler gemacht hat. Ist alles gewollt. So, da haben wir es schon wieder, gell? Hi, Freundin!